Fotofreunde, ey. Die Ereignisse überschlagen sich hier. Da ist die erste Herde, die der Markus, ich muss mal eben hier wieder nachbelichten, weil wir ausbrennen. Die werdet ihr jetzt auf der kleinen Sony nicht sehen. Der weiße Hirsch ist da. Und jetzt habe ich ihn schon überführt. Ich sehe nur schwarze Hirsche. Aber da steht ganz klar Rotwild auf den freien Plänen. Sind das Blüten da, weiße? Ja, das sind Grasblüten. Ja, das ist ja vom Motiv ganz schön eigentlich. Ne? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ist jetzt nur zu hell. Wenn du das mit dem Teelöffel jetzt fotografierst, dann hast du auch Flimmern. Also den kriegst du jetzt nicht scharf drauf. Aber Flimmern wäre ja vielleicht scharf. Ne, ich sagen. Und rechts steht ein großer Hirsch. Ja. Und in der Hürde, in der Herde, der liegt jetzt nur, ist der weiße Hirsch von Zingst. Ist richtig. Den sieht man auch gerade deswegen nicht, weil der halt in diesen Grasblüten drin liegt, versteht ihr? Nee, genau. Ja. Genau. Ich weiß auch nicht, ob man uns überhaupt sehen kann, hier alles zu hell. Aber von vor 3 Wochen habe ich ein Video davon. Geil, aber wir kommen wieder. Ja, Fotofreunde, hier, schaut mal. Na, kann man hier so zeigen, muss ja nicht mit drauf. Das ist ein Stellplatz auf einem Privatgrundstück. Und ich habe den Markus gerade gefragt, was würdest du sagen, kostet das? Und da sagt der Mann knallhart, 15 Euro. Und er hat recht, der Spaß würde 15 Euro kosten. Ja, haben wir zumindest eine Backup-Option. Aber der Markus hat gerade noch eine andere Idee, die hat mir auch gut gefallen. Ja, das ist halt hier nichts. Ne? Also hier ist ein bisschen ein paar Steine in den Boden gemacht, dass man da nicht versackt, wenn es regnet. Aber ansonsten, ruhig ist es. Schatten hattet, aber ich sag mal, da hinten, das sieht ja so ein bisschen aus wie ein, weiß ich nicht, Schrottplatz, ne? Ja. Gut. So, wir sind jetzt, ich sag mal, fast am, kurz überlegen, östlichsten Zipfel hier, ne, angekommen. Richtig, richtig. Ja, und ab hier dürfen wir auch nicht mehr durchfahren, ne? Nein. Wie weit laufen wir jetzt? Kann ich mal so schwer schätzen. 800 Meter? Ja. Markus hat jetzt pflichtgemäß die Fotosachen mitgenommen. Oh, da höre ich schon irgendwie hier schreien. Ja. War das ein Adler? Ja, nee, glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall, er hat ja vollkommen recht. Ne? Was nutzt das beste Fotozeug, wenn du es im Auto lässt? Ne? Deswegen machen wir jetzt mal ein paar Meter. Ich habe ja genug gesessen und ich merke, ich muss meinen Rucksack auf jeden Fall ausdünnen, wenn ich in Norwegen die Berge hoch will. Das ist jetzt schon zu schwer. Ja, 2 Objektive kommen raus. Ja. So, zum Glück waren es keine 800 Meter. Markus, hier ist ganz viel Freifläche, ne? Ja. Ja, wo da Rinder, und da hast du mir schon gezeigt, da liegt ein bisschen Rotwild, ne? Da liegt schon eine ganze Herde, eine sehr große Herde. Ist da auch ein Weißer bei? Oder ist der nur in der anderen? Nur in der anderen Herde. Nur in der anderen Herde. Das ist eine Herde, fast ausschließlich aus jungen Hirschen. Okay. Ja, die, solange sie noch nicht so richtig attraktiv sind für die Frauen, für die Rehe, dann leben die dort in solchen Gruppen zusammen. Peer Groups heißt das, glaube ich, im Englischen. Ja, ja. Genau. Und gegenüber hier ist eine Wiese, da gibt es mindestens 2 Wildschweinfamilien drin. Und die Idee ist dann, morgen früh hinterm Deich ein paar Meter vorzugehen. Ist das der Deich hier? Ja. Ah, okay. Auf die Höhe der Wildschweine. Und dann rennen. Und dann ganz vorsichtig über den Deich rübergehen. Und die sind ja relativ kurzsichtig. Und wenn der Wind richtig steht und dann haben wir ein bisschen entspannte Zeit, ein paar Fotos zu machen, uns auch da ganz entspannt hin zu positionieren und vielleicht kommen sie dann sogar auf uns zu und dann rennen wir weg, ne? Nö, wir bleiben ganz entspannt sitzen und fotografieren sie. Und schön wäre, wenn wir ein bisschen was von den Frischlingen sehen würden. Die sind nur, leider ist das Gras jetzt aufgewachsen und dann sieht man die Frischlinge besonders schlecht. Aber korrigiere mich jetzt mal, man hört doch immer, dass Wildschweine, gerade die Bachen mit den Frischlingen, super gefährlich sind. Und du sagst nein. Nein, nur wenn du sie wirklich in die Ecke treibst. Okay, Ecke haben wir hier jetzt nicht. Ne? Nee. Und wenn sie keine Fluchtmöglichkeit haben, aber wenn die sich für eine Flucht entscheiden können, entscheiden die sich immer für eine Flucht. Ja. Und das habe ich auch schon, habe ich Artikel gelesen von einem Förster. Und es gibt super wenig Unfälle mit Wildschweinen. Also viel gefährlicher Auto zu fahren, als Wildschweine zu fotografieren. Und ich habe den Markus gefragt, ist denn da auch noch Landscape? Und da sagt er, nee, hauptsächlich Wildlife. Und ich, mein Motivange hat gerade schon angeschlagen, liebe Fotos. Guck mal, jetzt guckt er sich schon um. Ja, die toten Bäume da auf der anderen Seite, die finde ich, die wären doch jetzt gar nicht schlecht, oder? Ja. Also habe ich auch schon fotografiert. Ja, aber wenn die Sonne jetzt dahinter untergehen würde, oder? Die geht da morgens auf.
Da geht's da auch. Morgen früh geht die hinter den Bäumen auf. Also schon wieder ein Objektiv mehr mitnehmen. Ne? Und dann hast du dann mit dem Tele und dann hast du die rote Sonne hinter den Bäumen. Ja. Deswegen musst du auch zweimal kommen, weil einmal fahren wir ja so früh los, dass du schon hinten bist. Und das zweite Mal, wenn die Sonne aufgeht. Mhm. Und das zweite Mal ein bisschen später, dass du die Sonne da aufgehen siehst. Also da habe ich morgen keine Chance, sagst du. Wir haben alle Wahl, ne? Wir können uns entscheiden. Aber ich empfehle morgen hinten zu sein, wenn die Sonne aufgeht. Da sind keine Bäume mehr. Doch, da kommen auch noch Bäume. Kommen auch noch. Nein, wir werden sehen. Nicht ganz so attraktiv wie da. Aber 400 ist so viel dafür, oder? Nee. Wenn du die Sonne dahinter hast. Echt? Aber man will ja auch ein bisschen ein paar Baumstrukturen haben. Ne? Ja. Und die Sonne geht dann natürlich da unter. Das heißt, vielleicht hast du heute Abend noch das Glück. Und das ist übrigens das einzige Bild, was Nikon bei mir auf Instagram geliked hat. Das ist ja, das machen die nicht so oft. Ne? Ein Sonnenuntergang vor den Bäumen. Wo geht die denn heute Abend unter? Ja. Das heißt, man müsste von der Richtung in die so ein bisschen fotografieren. Ja. So, wie bei der Sendung mit der Mausfoto, Freunde, wollen wir euch natürlich auch noch ein bisschen Know-how mitgeben, um einfach mal zu begreifen, was wir vorhaben. Ich würde einfach mal messerscharf sagen, da sind wir, ne Markus, oder? Ja. Ich hoffe, man sieht das hier. Und wir werden nach Pramort oder Pramort, wie spricht man es aus? Keine Ahnung. Also ein ganz langer Weg hier entlang Scootern oder Fahrradfahren. Und da ist die hohe Düne, da hat der Markus gerade gesagt, da wurden schon mal Seeadler gesichtet. Ne? Mhm. Aber das ist alles zu Fuß. Ja. So, und jetzt stehen wir noch hier. Denke ich mal, ne? Da, auf dem Parkplatz. Da stehst du und genau. Ich, ja. Ja, da dürfen wir aber nur bis 22 Uhr stehen. Ja. Ja. Und ich dachte, dass wir dahin fahren, aber das kenne ich ja schon. Da fahren wir dann im Herbst hin, wenn die Bäume stehen. Genau. Das machen wir, da habe ich Bock drauf. Genau. Und da fahren wir an beide Orte hin. Also auch hier kann man natürlich Hirsche sehen, natürlich. Okay. Natürlich. Hier in, am Dars, am Weststrand. Da ist es halt ein bisschen mehr Sackgasse für die Hirsche. Mhm. Und da kommt man ein bisschen näher ran. Das ist halt auch der Brunftplatz, ne? Ja, genau. Hier gibt es auch Brunftplätze. Okay. Aber hier ist das Gelände ein bisschen weitläufiger. Und da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, wirklich nah ranzukommen. Und wahrscheinlich auch weniger Menschen, aber... Ne? Ja. Hier in dem Bereich. Ne? Ja. Also hier ist ja jetzt schon... Wir haben heute Samstag, Freitagnachmittag, bestes Wetter. Ja. Es geht hier, ne? Es geht, ja. Ein paar Berliner, ein paar Holländer und ein paar Ruhrpottler. So, hier ist der Deich, Fotofreunde. Obwohl, da ist die Sonne, muss ich mich so stellen. Da muss ich hinter den Markus gehen, dass der auch noch mit drauf ist. Ich habe dem Markus gerade, wie er zugegeben hat, eine gute Frage gestellt. Was ist das für ein Gewässer? Das ist ein Binnengewässer mit Anschluss an die Ostsee. Genau. Aber das hat doch bestimmt einen Namen. Ihr seht, nicht nur ich bin immer schlecht vorbereitet bei meinen Vlogs. Markus hat damit auch nicht gerechnet, ne? Ja. Können wir die Fragen nicht mal absprechen? Ja, warte, ich mach nochmal. Wir machen nochmal hier ein Reset. So, da hier da vorne ist, der Ort, das wusstest du, wie der hieß, da vorne, wo die Kirche ist, ne? Genau, das ist Bart. Bart. Mit T-H-T-T-H oder nur? Mit T-H, ja. Ja. Toll hier auf dem Deich. Und da stehen wir. Und jetzt werden wir noch ein bisschen uns ausruhen und der Markus sagt uns jetzt, wie das heißt. Das ist der Barther Botten. Ja, ganz klar. Wenn er die Insel Bart ist, muss das der Barther Botten sein. Das ist doch sowas von selbst erklärend. Genau. Barther Botten. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen chillen, bevor es losgeht, weil die Fahrt sitzt mir ein bisschen in den Knochen. Wir haben jetzt 20 Grad. Das ist der Nachteil von einem schwarzen Van, kann ich euch berichten. Das wird schon ordentlich warm, deswegen habe ich jetzt schön Airflow. Da ist auf, aber ganz wichtig, Fliegengitter. Das Fenster habe ich auf und hier hinten habe ich auf. Und da oben habe ich auch auf. Das heißt, jetzt kann das hier so ein bisschen zirkulieren. Ich werde jetzt nur ein bisschen dösen, bevor wir dann gleich das Fahrzeug umparken, weil man darf hier nur bis 22 Uhr stehen. Und die Frage ist, ob wir um 22 Uhr schon zurück sind. Das glaube ich nämlich fast nicht. Weil morgen früh soll das Wetter leider nicht ganz so gut werden wie heute Abend. Deswegen wollen wir mal hoffen, ne? So, Fotofreunde, es wird spannend. Guck mal, da oben steht der Markus. Der macht einen Livestream. Er sagt, der Livestream geht auch. Das ist verrückt. Ich habe mich gerade jetzt hier wieder mit Antibrumm eingesprüht. Aber ich werde hier schon wieder heiß begehrt von den ganzen Fliegen, die um mich rum sind. So kleine Mücken. Ja, Fotofreunde, Doppel-Live, ne? Guck mal da. Zack.
Markus behauptet, wir wären schon live. Hast du die Zuschauer denn auf deinem Kanal schon begrüßt? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Ja. Wenn du magst, oh, kannst ja, du natürlich. Dir... Aber lass erstmal deinen... Nee, ich stehe eh gegen die Sonne. Hier gibt es auch nichts mehr zu erzählen. Das ist Double Production. Hier ja. Auf dem Deich. So, wir machen gleich was anderes. Aber jetzt steige ich hier erstmal in den Livestream ein. Jetzt müsste es funktionieren. Ich komme sofort wieder. Ich wollte nur einmal zeigen, wie hier professionell produziert wird. Nicht so amateurhaft wie ich. Guckt euch mal das Setup Klaus hier macht ein Behind-the-Scenes-Video. Genau. YouTuber im Superstress. Aber super, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ich glaube, jetzt haben wir den Ton. Aber ich warte auf euer Feedback. Ich sage auch noch mal ein bisschen was hier in mein Mikrofon. Oh, jetzt geht's langsam los. Mal eben lange Butz angezogen, weil wenn der Wind kommt, dann wird's frisch. So, der Markus ist auch in den letzten Startlöchern, weil er hat meinen Scooter jetzt eingeladen. Und jetzt verlagern wir, weil hier darfst du nur bis 22 Uhr stehen. Ja, und je nachdem, wie das Wetter ist, weil morgen früh wissen wir noch nicht, wie das Wetter wird, kann gut werden, kann nur eine Buchse gehen. Wollen wir heute Abend auf jeden Fall nicht zu früh zurück sein, weil wir haben auch noch ein paar Meter vor uns. So. Und jetzt kann man ihn... Guck mal in den Schatten, bitte. Ja. Ich muss Abbitte leisten vor diesem Mann. Ich dachte, mit dem weißen Hirsch, das hat er erzählt, um mich hier hinzulocken. Ne? Und meine Augen werden immer schlechter, du bist Brillenträger. Aber da hinten, das was aussieht wie Kühe, ja. Da sehe ich helles Getier. Und ich mache jetzt mal ein Beweisfoto. Klick mal ein Telefon. Mit der nicht, aber ich hole einmal das große Gerät raus und mache mal ein Bild. Das ist jetzt auch nicht schön, aber besser als nichts. Aber es ist der weiße Hirsch von Zingst. Ich werde mal eben das besagte Foto machen, Fotofreunde. Ja, und jetzt. Weißt du, was jetzt schon wieder geil ist? Dass ich zu klein bin. Ja, aber vielleicht kannst du in deinen. Jetzt schmier ich gleich ab mit der günstigen Kombo. Ja, hier bringt mir die automatische Motiverkennung nichts, weil eine Graskante dabei ist. Aber da ist ein weißer Hirsch. Das ist unstrittig richtig. Zack. Aber Markus, nee, da ist noch ein anderes weißes. Genau. Es gibt einen zweiten weißen Hirsch von Zingst. So, soll reichen. Weil wir wollen ja auch Hirschfotos mindestens Stufe 1 bis 2 machen, nicht nur Stufe 1. Nee. Nun. Ups. Wo ist da der Weiße? Warte mal. Da. 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 Mit Geweih. Mit oder? Geweih, ja. So, Markus, jetzt wird's ernst, ne? Jetzt geht's los. Jetzt. Jetzt glaube ich dir alles ab, jetzt nachdem der weiße Hirsch wirklich existent ist. Ja, ich meine, ich will die Erwartung nicht so hochhängen, es hängt immer von der Situation ab. Am Fotografen auch, ne? Na, im Wildlife ist ja immer auch eine situative Sache. Das ist richtig. Ja, das kann man ja nicht. Jetzt muss der Mann meinen Rucksack schon tragen, ey, nur damit ich hier vloggen kann. Ja. Ja.
So, Fotofreunde, wir wollten ja eigentlich Wildlife machen, hatten wir versprochen. Und ich muss erstmal den tollkühnen Markus wieder mal loben. Ich dachte schon, ich wäre bekloppt, wenn ich meine Z9 auf dem Scooter umgebinselt habe. Ihr habt gerade die Aufnahmen gesehen, wie er gefahren ist. Einhändig gevloggt und was nicht alles. Machst du das, weil du nicht drüber nachdenkst? Oder bist du wirklich so ein Gefahrensucher? Nein, das ist einfach... Du vertraust auf dein Können. Ja, und das ist alles so kompliziert, immer anzuhalten, ja, und so weiter. Und ich habe es halt hier auch schon erlebt, dass irgendwie dann doch ein Überraschungsschuss notwendig war. Ja, ja. Und deswegen habe ich sie gern griffbereit. So, hier, das sind diese Cyberblumen, von denen der Markus von erzählt hat im Livestream. Da wart ihr nicht dabei. Also normalerweise blühen die sind jetzt verblüht. Ich sehe jetzt folgendes Motiv. Die toten Bäume mit den, ja, mit den Blumen. Ist da Wasser unten drin? Wahrscheinlich, ne? Nein, aber mit Gegenlicht auf jeden Fall. Und da ist jetzt die Überlegung, ja, ich würde gerne eine ganzheitliche weiße Struktur mit den Bäumen. Aber dann muss ich weiter weg und dann habe ich das Grün davor. Egal, dafür sind wir hier. Ich baue jetzt mal hoffentlich nicht zum letzten Mal das 2470 auf die Z8, weil dann kommt wieder das 400er drauf. Ansonsten muss der Markus mir erneut den Arsch retten, weil er hat mir nämlich gerade auch schon Material gegeben für eine GoPro-Haltung, weil ich honk wieder was vergessen habe. Eigentlich wollten wir Wildlife machen und jetzt sind wir hier auf diesem Distelfeld. Die blonde Perücke wollte der Markus nicht für mich aussetzen, weil ich sehe hier natürlich wieder ein Model drin. Wir haben so super geile Strukturen und mittlerweile habe ich festgestellt, fotografiere ich lieber gegen das Licht als mit dem Licht. Weil ihr habt ja gerade sicherlich schon Fotos gesehen oder vielleicht auch die Aufnahmen, die der Markus mir zur Verfügung stellt hier. Das Licht bricht sich so wunderschön hier in diesen, weiß ich nicht, was, in den Härchen von den Blüten. Das ist einfach geil. Und ja, schön wäre natürlich ohne Grün drumherum und dass man diese kuppligen Bäume ganzheitlich kriegt mit 20 mm, die ich nicht habe, aber so macht man das Beste mit 24 draus. Muss dem Mann noch mehr Aufgaben geben. Liebe Fotofreunde, wenn ihr seht, was der hier macht, eine Z9 umgebimselt mit einem 400 4,5er, dann hat er jetzt die Z30, fährt freihändig, ja, und hinten hat er auch noch Stativ drin. Und ich dachte schon, ich wäre verrückt. Nee, ist auch gefahren. So, wir sind jetzt hier, wo der Markus sagt, das Wildlife Motivorsch kann hier anschlagen. Gerade hat er mit dem Kopf geschüttelt, aber jetzt hat er irgendwas gehört. Das behauptet er zumindest. Ja, hier ist ein Wildschwein drin. Ich habe gehört, ich kann man riechen, wenn es nach Maggi riecht, dann sind Wildschweine, ist das so? Ja, ich habe eine gute Nase. Guck du mal um die Ecke und ich gehe mal hier lang. Tja, bisher sieht es hier mau aus, was Wildlife angeht. Ich lasse meinen Blick mal schweifen. Kein Seeadler, kein Hirsch, kein Wildschwein. Aber jetzt wird der das bestimmt gleich, der Markus. Wahrscheinlich rennt mich jetzt platt, aber man sieht hier ganz interessanterweise, wir sind auch ohne Ende, ich würde es mal als Wildschweinspuren titulieren. Ja, jetzt hier so ein schöner Hirsch, ne? Aber Markus sagte schon, die Geweihe, die sind noch nicht so groß. Weil die Bumft steht ja noch bevor und dann müssen die auch erstmal, ja, wie sagt man, die müssen ja erstmal wieder wachsen. Ne? Ja. Aber so ist das halt bei Wildlife. Mal hat man Glück, mal nicht. Dafür haben wir gerade schöne
Distelblumen fotografiert. Da noch das Model, habe ich ja gerade schon gesagt. Jetzt habe ich gerade den Mond gesehen und ein paar Fotos mit dem Mond und den Ästen gemacht. Aber der Winkel war nicht gut und die Bäume waren wieder zu weit, die waren zu blurry. Ah, ich hätte abblenden können, aber abblenden macht man nicht mit dem 400-28. Und die Mücken, die fressen mich auf gerade. Ah, der Markus wollte gucken, ob er da was bei hat. Ja, wir haben gerade ein Wildschweinchen gesehen und da vorne Hirsche. Aber wir suchen noch, ne? Ja, ja. Er hat gerade gesagt, er fühlt sich unter Druck gesetzt, braucht der Mann aber nicht. Ich weiß, wie das ist. Viel wichtiger, guckst du mal, hast du Zeug bei? Ich habe Zeug da. Ja, ich gucke mal hin. Hoffentlich. Oh, das surrt hier. Und dann am ersten Tag mit dem Hardcore-Zeug. Ich dachte zuerst ein Wolf, aber war ein Wildschwein, glaube ich, aber schon weg wieder. Pramort oder Pramort oder was auch immer, da sind wir jetzt. Markus, hast du Lust auf ein kleines Shooting-Battle? Was wollen wir denn battlen? Was siehst du hier, sind so Endgegner-Motive? Ja, die Schwalben. Ich habe es noch nie probiert, ich werde es jetzt einfach mal probieren, oder? Ja, also hier kannst du, aber, also, genau. Wir machen ein Battle so. Du fotografierst im Flug und ich im Sitzen. Sitzen hier irgendwo welche, aber die gehen ja noch. Also ich habe die schon schneller gesehen. Ja, ja, ja. Aber das ist... Das ist Endgegnerstufe, ne? Das ist Endgegnerstufe. Ja, aber wir wollten Wildlife machen, hast du gesagt. Ja. Ich habe eine Fliege. Ich habe eine von den Mücken, die mich gestochen hat, habe ich gegessen. Ja. Deswegen wusste ich immer noch. Wow, und der Sunset wird geil. Da vorne war gerade auch ein sehr geiler Baum. Ja, und ich würde sagen... wir gehen noch mal da hinten nachher rechts rüber. Okay. Ich probiere mal eben ein paar Schwalben. Ja, machen wir ein paar Schwalben. Aber mit 400. Wir kommen nicht drüber. Jetzt haben wir hier ein Reh, aber ich glaube, bevor der Markus, der pirscht sich jetzt an, hier sind halt Halme im Weg. Das hat uns schon drauf. Ja. Es hat jetzt fies, dass ich lach. Genau das ist das passiert, was ich dachte.
bevor der Markus da ist, war es weggesprungen. Aber es ehrt ihn ja. Da hinten stehen auch noch welche. Markus ist da vorne am Baum. Ja. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt mal ganz arrogant. Da brauche ich gar nicht erst auspacken. Das wären Reharsch. Fotos von einem Reharsch im hohen Gras. Aber ich werde den Markus mal fragen. Ja, da hinten rennt das jetzt weg. Ja, bei dem Licht, da wird er schon High ISO haben. 6,4 würde ich so sagen. Aber vielleicht gibt er mir das Foto auch. Dann blende ich es euch ein. Ne? Ist ja Ehrensache. Er gibt nicht auf, ey. Tapfere Schneiderlein. Da oben ist wieder der Endgegner, der Arschlochvogel. Für mich ist der Arschlochvogel ja ein Fischreiher. Ne? Ich weiß nicht, ob man sieht, was hier an Mücken los ist. Ey. Und Markus hat mir extra noch das härteste Zeug mitgebracht. Ja, jetzt steht da vorne wieder ein Reh vor dem Damm, aber das ist Stufe 1 Rehfotografie. Ich glaube, ich habe eine einigermaßen scharfe Schwalbe. Da. Ja. Hier, Gänsefotograf. Wie erfolgreich warst du, Markus? Ja. Ich hab's wegrennen sehen, hatte ich gehört, glaube ich. Ja, ne? Ja, ja. Und es war schon sehr, sehr dunkel. Wir Wie viel ISO? So, Markus zieht jetzt alle Register nochmal hier ganz am Ende. Hast du ein schlechtes Gewissen, ey? Nö, brauchst du auch nicht. Nö. Weil du es gerade so sagtest. Nö. Das ist, also das wäre jetzt, glaube ich, schon. Wir haben jetzt einfach Wolken vor der Sonne. Ne? Dadurch ist es viel dunkler, als wenn es ein klarer Tag wäre. Und wenn es ein klarer Tag gewesen wäre, wären das gerade ziemlich interessante Shots gewesen. Ach, ich fand das jetzt aber, also ne, unabhängig davon, hat wir jetzt nicht, ich weiß nicht, hat das Wildschwein? Ja, Wildschwein hattest du auch nicht, ne? Nee. Ich habe ein halb scharfes Schwalbenbild, da freue ich mich drüber. Habe ja? ich ja gar ja, nicht ja, mitgerechnet. Ja, ja. Und es ist halt traumhaft hier, ne? Ja. Also so, wie wir das ganz gerne haben. Ganz wenig Menschen. Ja. Es ist total friedlich und die Mücken, die ist auch Wildlife, also von daher. Ne? Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir haben jetzt noch ein Fahrrad gesehen, aber kein also Mensch. Echt, genau. Wir jetzt hier, seit wir hier rausgefahren sind, gar nichts. Kein Mensch mehr. Gar nichts gesehen. Und wir haben ja morgen früh auch noch mal so eine Stunde, wo die Sonne noch ein bisschen da sein soll. Ne? Ja, ja. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, und ich will ja noch das Blumenfeld. Vielleicht kommt dann auch noch mal die Sonne durch. Ja. Im Regen sieht das bestimmt nicht so. Oder wir machen ein Moody-Blumenfeld. Ach, das Blumenfeld, ach. Das geht eigentlich bei jedem Wetter, würde ich sagen. Muss man ein bisschen, genau, Moody, ein bisschen mehr Moody machen. Ja, aber auch so ein bisschen Gegenlicht hätte ich wieder gerne. Was hast du gesehen? Achso, ich dachte, wenn der Markus so leise spricht, dann sieht er hinter diesem Zaun, habe ich schon sehr interessante Shots gemacht. Dann drück mal die Daumen. Und ich bin so unsicher, was ich da sehe. Ja, ich gebe mir gar nicht die Mühe, weil ich betriebsblind bin um die Uhrzeit. Kommen immer wieder Rehköppe. Allerdings, hier haben wir noch nicht gesehen. Ne? Wir beraten jetzt die Struktur für morgen. Die Mücken fressen uns immer noch auf. Gerade habe ich einen, glaube ich, ganz coolen Sonnenuntergangsshot gemacht. Und jetzt ziehen wir uns mal langsam zurück in Richtung Autos. Ne? Vorschlafen. Vorschlafen, genau. Und dann, also die Stelle, wenn die Sonne morgen da aufgeht, wie der Markus das sagt, da, dann können wir das so in dem hohen Gras und Kopf, das wäre ganz cool. Wenn wir morgen gutes Wetter haben, das ist ja wieder das Problem. Ne? Soll ja nicht lange warm sein, beziehungsweise die Sonne durchkommen. Naja, wir werden sehen.
gerade war ein Tier. Markus dachte, das wäre irgendwie ein Wiesel. Das ist ein Fuchs. Da unten sneakt er her. Also ja, der ist jetzt nicht zu nah gekommen. Leider ist es jetzt schon echt dunkel. Das werden wieder High-ISO-Shots sein. Aber ein Fuchs. Und das ist mal geil. Ein Fuchs. Jetzt sitzt er da unten. Aber ja, jetzt ist wieder Menschenperspektive von oben runter. Ich weiß nicht, seht ihr ihn da unten laufen? Vielleicht kriegen wir noch mal weiter von vorne. Aber das Licht ist jetzt schon, die Sonne ist untergegangen. Das ist High-ISO. Und Markus, ich weiß nicht, was er macht. Ameisen? Irgendwie sowas.